vermehrt auf die rechte Seite zurechtkommt. Ich denke, dass diese zwei Spieler die Kreativabteilung von Real Madrid das Feuer geben. Mhm. Vielen Dank, Erik. Also für viele Experten das beste Defensive, was es in Europa gibt. Jetzt will ich eine Sache noch ganz kurz mit dir klären, Erik. Wenn der Bert von Marwijk schon hier ist, ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt. Kann es sein, dass du als kleiner Junge mal bei Bert von Marwijk vor der Tür standst und geklingelt hast? Hat er aufgemacht und was wolltest du da? Ja, es war eigentlich ganz einfach. Bert van Marwijk hat bei MVV Maastricht gespielt und ich bin auf mein Rad. Ein Holländer hat natürlich immer mindestens ein Rad zu Bert van Marwijk an die Tür gegangen und ich habe geklingelt für eine Autogrammkarte, weil er war der große Star in Maastricht und ich bin zu ihm gegangen, um eine Autogrammkarte zu holen. Hat er aufgemacht? Er hat aufgemacht und ich habe sie auch bekommen. Können Sie sich noch daran erinnern an die Szene? Ja, aber mehr. Und ich habe ihn auch als Jugendspieler noch trainiert. B-Jugend, oder? B-Jugend, ja. In Meersen, wo ich lebe und wo er geboren ist. Aber eine schöne Zeit gehabt, ja. Das wollte ich nur kurz noch klären. Danke, Erik. Also, bitte. Hat schon was bei Bert van Marwijk klingeln und als berühmter Trainer auch aufgemacht. Ist klasse. Jetzt ist die Karriere als Stürmer von Erik. Marc van Bommel hat auch mal bei mich geklingelt. Wer? Marc van Bommel hat auch mal mich an der Tür geklingelt. Aber dann wollte er kein Autogramm von Ihrer Tochter. Aber etwas anderes. Die Tochter heiraten, was ja dann auch geklappt hat. Hat übrigens, im Moment sind Sie hauptberuflich Opa und führen dann immer die Jungs von Marc van Bommel zu den Fußballspielen. Ja. Genau.